Lieber Roderich, wie kann man die Missstände in der deutschen Bundeswehr beseitigen? Gibt es da Missstände? Ja, eindeutig. Es gibt eine Menge Missstände, die aber alle offengelegt sind. Und Ministerin von der Leyen ist es ja gelungen, mal über die letzten 4 Jahre alles aufzudecken, was besser werden muss. Aus meiner Sicht gilt es, erstens die Ausrüstung zu verbessern, zu vereinfachen und vor allen Dingen zu modernisieren. Zweitens gute Leute zu gewinnen, also auch an der Bezahlung zu arbeiten. Und drittens, was am wichtigsten ist, nachhaltig finanzieren. Wir reden im Bundestag immer über Parlamentsarmee und fokussieren uns dabei ausschließlich auf die Auslandseinsätze. Ich sage immer, Parlamentsarmee heißt doch dann auch Verantwortung für den Haushalt, für den Verteidigungshaushalt. Um eine Zahl zu nennen, die Bundeswehr hat jetzt pro Jahr so knapp 38 Milliarden Euro. Sie bräuchte 5 Milliarden mehr, also 43 Milliarden Euro. Und das hat leider der Koalitionsvertrag nicht hergegeben. Die Bundeswehr bekommt höchstens etwa 200 bis 300 Millionen Euro pro Jahr mehr, statt der erforderlichen 5 Milliarden. Da gibt es also noch ganz viel zu tun. Die Lösung wird darin liegen, dass die internationalen Krisen uns treiben werden, irgendwann dann doch den Schritt zu wagen und auch vom Parlament her mehr Geld dafür zu bewilligen. Also die nächsten Jahre werden spannend.